Guten Morgen, Sonntagmorgen, herrliches Wetter noch. Am Nachmittag gibt es dann wahrscheinlich Gewitter. Wir sind unterwegs zum Love Ride 2023. Das ist ein Benefizveranstaltung für Behinderte mit einem großen Motorradkorso. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Ja. Komm raus. Wir müssen spät dran. Der Rideout, der beginnt um 11 Uhr. Und laut Navi bin ich um etwa 10 Uhr bin ich da. Das ist dann gar nicht so schlimm. Jetzt gehst du erst einmal auf der Autobahn Richtung Zürich. Die Veranstaltung findet in Dübendorf statt. Das ist gerade ein bisschen außerhalb von Zürich. Anscheinend ist es eine oder gar die größte Motorradveranstaltung in ganz Europa mit bis zu 5000 Motorrädern. Wenn man sich das Wetter jetzt anschaut, ist es kaum zu glauben, dass es am Nachmittag dann Regnen und Gewitter geben soll. Hoffentlich irren die sich. Ich habe natürlich mein Regenzeug dabei. Also alles halb so wild. So geht der Kollege auf die andere Seite. Auf der Startbahn besammelt sich jetzt die ganze Motorräder. Oh, ich glaube, hier ist maximal 30 Höhe. Ja. 30 mit viel Toleranz nach oben. Ich habe mein Ticket bereits gestern im Vorverkauf gekauft. Dann muss ich jetzt hoffentlich hier an der Kasse nicht anstehen. Danke, Wilmer. Hinten hast du noch ziemlich viel Platz, kommen wahrscheinlich noch mehr Motorradfahrer, aber nach vorne, da ist schon ziemlich viel los. Wir sind hier in Block 5 und gemäß Zeitablauf sollten wir dann etwa um 12 Uhr startklar sein. Und da drüben, da gibt es Musik und etwas zu essen und eine Ausstellung und da gehen wir jetzt mal hin.
mache mich auch langsam auf den Weg. Gruppe 5 ist so in etwa 20, 25 oder 30 Minuten dran und da bereite ich mich schon mal vor. Vielleicht noch ein Pfeifchen rauchen. Da am Horizont hat es schon mehr bedrohliche schwarze Wolken. Vielleicht hat der Wettermann doch recht. Und es kommt noch ein Gewitter am Nachmittag. Okay, eine Verzögerung. Scheinbar gab es einen Unfall auf der Strecke. Auf unbestimmte Zeit. Und die Sonne knallt jetzt doch schon ganz ordentlich. Wir sind immer noch am Warten. Schon über eine Stunde. Und vorhin kam noch die Information, dass es noch etwa eine halbe Stunde dauern wird. Scheinbar ein größerer Unfall, der sich auf der Strecke ereignet hat. Das andere Problem ist, dass langsam da hinten es dunkel wird. Das Wetter scheint zu kippen. Und je länger wir warten, desto größer das Risiko, dass wir in ein Gewitter geraten. Ja, es gibt noch Hoffnung. Es geht los. Die Strecke wurde nun doch direkt plötzlich wieder freigegeben. Viele sind gar noch nicht da. Ich finde mein Mofa nicht mehr. Ach, das steht weg. Alles okay. Recht warm. Die Sonne drückt. Beinahe 2 Stunden Verspätung. Egal. Nein, 2 Uhr. 12 Uhr hätte es losgehen sollen. Naja, wir haben ja Zeit. Thank you.
Wir sind zurück. Das war jetzt doch ein schöner Rideout. Das hat Spaß gemacht. Das Wetter hat auch gehalten. Könnte nicht besser sein. So, jetzt gehen wir nochmals zurück da zum Festbetrieb und da gibt es noch Live-Musik und etwas zu essen, Motorradshows. Schauen wir mal. Optimal. Puh, war jetzt doch noch ganz schön lang. 1,5 Stunden. Aber schöne Route haben sie gewählt. Puh. Den Heimweg. Uiuiui, ist das schwarz da drüben. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ist eine knappe Stunde bis nach Hause. So, gehen wir. Ich denke, ich verabschiede mich schon mal vom Love Ride 2023. Vielen Dank fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und einen Daumen nach oben hätte ich viel Freude und einen Daumen nach unten keine Freude. Und wenn ihr ein Abo da lässt und die Glocke drückt, dann seht ihr mich ganz bald wieder. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss.